Guten Morgen, liebe Schüler. Heute Abend starten wir unsere Klassenfahrt. Ja, Markus? Wohin fahren wir nochmal? Wir fahren zum Steinschloss. Ja, Markus? Wieso fahren wir nicht nach Kroatien? Die anderen fahren auch Kroatien. Weil ich das so sage. Aber wir haben auch 300 Euro bezahlt. Warum ist die Reise so teuer? Eine Woche vorher. Ich muss wieder die Klassenfahrt organisieren. Meine ganzen Urlaubstage werden verschwendet und ich muss 300 Euro ausgeben. Warte mal, hier ist eine Reise für 50 Euro. Also kann ich 250 Euro pro Schüler einstecken. Die kommen in meine Lamborghini-Kasse. In 30 Jahren kann ich mir den Lambo endlich leisten. 300 Euro für so eine Reise ist ein Schnäppchen, Markus. Ja, hallo? Hey Bro, was geht? Wer ist da? Und warum nennst du mich Bro? Erkennst du meine Stimme nicht, Bro? Hör auf mit dem Bro! Okay, Bro. Woher hast du meine Nummer? Ich will dich sehen, Bro. Wo und wann? Wir treffen uns in 15 Minuten beim Café. Okay, ich werde da sein. Bis gleich, Bro. Freut ihr euch auf die Klassenfahrt? Ja, das wird cool. Ich will nach Kroatien. Wir können geheime Partys schmeißen. Wo ist der Typ? Erst klopft er Sprüche. Dann kommt er zu spät. Psst, Martin, ich bin hier. Wo? Ich kann dich nicht sehen. Komm zu mir, Bro. Wie oft denn noch? Ich bin nicht dein Bro. Hast du alles eingepackt, Lisa? Ja, ich bin fast fertig. Denk daran, genug Kleidung mitzunehmen. Ja, mach ich. Warum kommst du einfach in mein Zimmer? Du kannst jetzt gehen. Okay, bis später. Jetzt kann ich mein geheimes Zeug einpacken. Schön, dass du da bist, Bro. Wer bist du? Meinst du das ernst? Ja, wer zum Teufel bist du? Erkennst du mich nicht? Nein, sag mir endlich, wer du bist. Dein bester Freund. Leon? Ein paar Stunden später. Wo bleibt Herr Kunze? Er ist nie zu spät. Alle einsteigen, bitte. Wie lange fahren wir? Das geht dich gar nichts an. Steigt jetzt ein. Okay, Herr Kunze. Marie, schau mal, wer hier ist. Leon, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Was machst du hier? Leon ist vor ein paar Tagen in München. Ich wollte mir gerade ein Hotel buchen. Aber ich habe ihm gesagt, er soll bei uns bleiben. Für meinen ehemaligen besten Bro haben wir immer Platz. Danke, Martin. Du bist immer noch der beste Mitbewohner. Leon, ich mache dir dein Bett fertig. Kommst du kurz mit? Ja, gerne, Marie. Wir sind da. Ab hier müssen wir laufen. Wo ist dieses Schloss? Da oben auf dem Berg. Wir müssen bis ganz nach oben laufen. Jetzt stellt euch nicht so an. So weit ist es auch nicht. Ich will immer noch nach Kroatien. Das wird nicht passieren, Markus. Jetzt lauft los. Was fällt dir ein, einfach herzukommen? Hast du mich nicht vermisst, Marie? Wir haben gesagt, wir hören auf damit. Du hast das gesagt, ich wollte weitermachen. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Hier muss irgendwo ein Durchgang sein. Was war das? Ich will wieder nach Hause. Wir gehen einfach da lang. Irgendetwas wird da schon sein. Was hast du vor? Du willst es auch, Marie, ich weiß es. Was will Marie auch? Sie will auch Sushi zum Abendessen. Oh ja, Sushi ist eine tolle Idee. Ich hole uns etwas. Was, du willst gehen? Ich bin gleich wieder da, Marie. Wir sind richtig. Müssen wir wirklich da durch? Ja, siehst du nicht das Schild? Warum sind wir nicht in Kroatien? Ihr seid echt undankbar. Kommt jetzt. Martin ist nicht da. Jetzt ist der perfekte Moment, Marie. Nein, ich mache das nicht. Komm schon, nur noch einmal. Bleib sofort stehen. Du sollst stehen bleiben. Genauso wie früher. Wir sind da. Das Schloss sieht cool aus. Ja, viel besser als Kroatien. Das ist ein Albtraum. Er muss sofort verschwinden. Martin wird es nicht erfahren. Das verspreche ich dir. Kein Schritt weiter. Was willst du wirklich hier? Einmal noch, Marie. Danach verschwinde ich. Auf keinen Fall.
Doch, ansonsten erzähle ich Martin unser Geheimnis. Ihr habt ein Geheimnis? Wir planen eine Überraschungsparty. Ja, für deinen Geburtstag. Ihr seid die Besten. Ich habe nicht so viel versprochen. Hier sieht es super aus. Hallo, Sie müssen Herr Kunze sein. Ja, genau. Willkommen in unserem Schloss. Sie werden Ihre Zeit hier niemals vergessen. Das verspreche ich Ihnen. Können wir in unsere Zimmer? Ja, die anderen sind auch schon da. Die anderen? Das ist euer Zimmer. Okay, danke. Was war das? Ich muss das Zimmer einweihen. Es gibt eine Regel. Ihr dürft das Zimmer nach 22 Uhr auf keinen Fall verlassen. Habt ihr das verstanden? Warum nicht? Tut es einfach. Okay, Hagrid. Und wie gefällt es euch? Das Zimmer stinkt. Was denkt ihr, warum der Ausflug nur 50 Euro kostet? Wir haben aber 300 bezahlt. Wir treffen uns in 20 Minuten unten. Dann zeige ich euch den Rest vom Schloss. Und ganz wichtig, ab 22 Uhr ist Ausgangssperre. Das Sushi schmeckt klasse. Danke, Martin. Gerne, ich habe es selbst abgeholt. Das letzte Mal habe ich Sushi in Tokio gegessen. Wann warst du denn in Tokio? Letztes Jahr im Oktober. Hey, da warst du auch in Tokio, Marie. Was für ein Zufall. Ja, genau. Was für ein Zufall. Was machen wir jetzt, Herr Kunze? Ihr könnt an den Strand gehen. Hier gibt es einen Strand? Ja, aber seid vorsichtig. Keiner weiß, was alles im Wasser ist. Super. Der Strand ist auch gratis. Mehr für meine Lamborghini-Kasse. Aber ich kann nicht schwimmen. Zieht eure Badesachen an. Wir gehen an den Strand. Seht ihr? Viel besser als Kroatien. Dürfen wir ins Wasser gehen? Ja, aber nicht zu weit. Ich will euch noch sehen. Vergesst nicht, euch einzucremen, sonst bekommt ihr einen Sonnenbrand. Sie auch, Herr Kunze. Ich bin ein starker Mann, Lisa. Ich brauche keine Sonnencreme. Okay, bis später. Brauchst du noch etwas, Leon? Oder hast du alles? Hast du noch eine Zahnbürste für mich? Nein, aber ich kann dir eine besorgen. Ich muss nur kurz in die Apotheke. Danke, Martin. Okay, ich lasse dich mit Marie alleine. Das Wasser ist schön warm. Ja, ich liebe Strände. Lisa, hör auf damit. Warum denn? Wir sind im Wasser. Niemand riecht etwas. Doch, Haie können das riechen. Was denkt ihr, macht Herr Kunze gerade? Der liest bestimmt Zeitung. Heute geht es nur um dich, Girl. Denn du wirst heute 16. Also hör auf mich, Girl. Heute wird sich die Welt nur um dich drehen. Lisa, hör sofort auf damit. Nö. Glaub mir, Haie merken das. Hast du das gehört? Nee, was war da? Ich glaube, jemand hat gefurzt. Echt jetzt? Ja, da oben sind Menschen. Ja, du hast recht. Wir müssen sie verscheuchen. Ja, sonst stinkt unsere ganze Wohnung. Heute stehst du allein im Rampenlicht, denn es geht nur um dich. Hallo? Sind Sie Herr Kunze? Ja, wieso? Ich bin Johanna, die Lehrerin von der anderen Klasse. Welche andere Klasse? Wir übernachten auch im Schloss. Martin ist nicht da. Das ist meine Chance. Ich muss jetzt zuschlagen. Das reicht jetzt. Ich gehe wieder an den Strand. Entspann dich, Jonas. Hier gibt es keine Haie. Hat es wehgetan? Was? Na, als sie vom Himmel gefallen sind. Echt jetzt? Der Spruch ist älter als meine Großmutter. Wenn du eine Kartoffel wärst, dann wärst du eine Süßkartoffel. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns später. Ich glaube, ich bin verliebt. Schatz, ich gehe kurz duschen. Bin gleich wieder da. Oh mein Gott, da ist ein Hai. Das sage ich doch. Schwimmt so schnell ihr könnt. Ich bin ganz schön müde. Ich werde mich kurz aufs Ohr legen. Der Hai kommt immer näher. Herr Kunze, bitte helfen Sie uns. Hoffentlich ist Leon bald wieder weg. Ich fühle mich nicht wohl, wenn er im Haus ist. Aua, ich habe einen Krampf. Lisa, was machst du? Du kannst nicht stehen bleiben. Ich kann nicht mehr. Ihr müsst mich zurücklassen.
Auf keinen Fall. Flieht, ihr Narren! Hallo Marie. Leon, was machst du hier? Das mit dem Duschen war eine gute Idee. Martin ist bald wieder da. Wir müssen uns beeilen. Hallo Leon, wo bist du? Ich habe deine Zahnbürste dabei. Wo steckt der Kerl? Hallo Prinzessin. Wow, Herr Kunze, das ist aber ein cooler Lamborghini. Lust auf eine Spritztour? Ja, natürlich. Herr Kunze, Sie müssen sofort aufmachen. Lisa ist in Gefahr. Hallo, Herr Kunze. Wohin fahren wir? Wo auch immer du hin willst, Babe. Machen Sie auf. Nein, bitte nicht. Nur noch 5 Minuten. Machen Sie endlich auf, Sie Blödmann. Was ist los? Wo bin ich? Lisa ist dort hinten. Sie wird von einem Hai gefressen. Hilfe! Wir müssen etwas tun. Oh mein Gott. Verschwinde sofort aus meinem Badezimmer. Wir müssen uns beeilen, Marie. Martin wird gleich da sein. Hallo, Leon. Bist du hier oben? Ich hab dir extra Zahnpasta gekauft. Ich sehe Lisa. Da ist wirklich ein Hai. Sie müssen etwas tun, schnell. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Chance gegen ein Hai. Keine Ahnung. Versuchen Sie irgendetwas. Warte mal, da ist jemand. Wer ist es? Ich habe ihn noch nie gesehen. Du verschwindest jetzt, aber zackig. Tu, was ich dir sage. Oder Martin erfährt unser Geheimnis. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Verschwinde von hier, Hai. Oder du bekommst es mit Jamal zu tun. Das reicht jetzt. Nimm das. Marie, was ist hier los? Warum schlägst du einfach Leon? Ja, warum schlägst du mich einfach? Ich habe keine Kraft mehr. Ich muss sie retten. Was passiert? Der Hai ist weg, aber Lisa geht unter. Halt dich an mir fest. Ich schaffe es nicht. Doch, das schaffst du. Komm schon. Wir müssen ihr helfen. Sie ist ohnmächtig. Komm schon, Lisa, wach auf. Danke, Jamal, du hast mich gerettet. Das habe ich gerne gemacht. Das hätte ich auch geschafft. Wer ist der Kerl überhaupt? Danke, Jamal. Ohne dich wäre ich gestorben. Kein Problem. Du kannst mich später auf ein Eis einladen. Ja, gerne. Okay, ich muss zurück. Wir sehen uns später im Schloss. Wollen wir wieder ins Wasser? Du hast Wasserverbot, Lisa. Warum hast du Leon gehauen? Er ist mein bester Bro. Da war eine Fliege in deinem Gesicht, Leon. Hast du sie erwischt? Nein, leider nicht. Sie ist noch da. Hau nochmal drauf. Warum ist eine andere Klasse hier? Das war günstiger. Herr Kunze, Sie haben einen Sonnenbrand. Du hast recht. Ich muss sofort in mein Zimmer. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber geht nicht ins Wasser. Machen wir nicht, versprochen. Aua, das tut weh. Hast du die Fliege getroffen, Marie? Nein, leider nicht. Sie ist immer noch da. Warte, lass mich mal. Was machen wir? Es wird bald dunkel. Lass uns nach Hause gehen. Ich bleib noch ein bisschen hier, aber ihr könnt schon losgehen. Ich bleib auch hier. Hört endlich auf damit. Das tut weh. Ich sehe keine Fliege. Sie ist gerade weggeflogen. Ich schwöre. Seit wann ist Leon so sensibel? Hey, da sind Jamal und die anderen. Kannst du auch von etwas anderem reden als von Jamal? Was ist denn jetzt dein Problem? Ich werde ihn Hallo sagen. Hey Jamal, alles klar? Hey Lisa, du bist ja immer noch da. Wir sind deine Freunde. Ich bin Max. Hey, ich bin Tina. Und wer ist das? Ach, das ist nur Markus. Servus. Das reicht jetzt. Du willst das nicht, Marie? Dann muss ich dich halt zwingen. Ihr seid auch im Schloss, oder? Ja, genau. Cool, wir schmeißen heute Abend eine Party. Wollt ihr kommen? Nein, danke. Ja, auf jeden Fall. Cool, ihr müsst nur euren Lehrer ablenken. Kein Problem, das schaffen wir. Gib mir noch dein Instagram, dann kann ich dir schreiben. Ja, gerne. Lisa Peters 202. Okay, dann bis später. Herr Kunze? Ja? Warum sind Sie orange? Ich habe einen Sonnenbrand. Warum haben Sie keine Sonnencreme benutzt? Weil ich ein Mann bin. Kommen Sie mit, ich gebe Ihnen etwas. Hast du alles vorbereitet? Ja, ich bin fertig.
Okay, heute Abend ist es soweit. Was, heute Abend schon? Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Enttäusch mich nicht. Nein, natürlich nicht. Sarah, wir gehen heute Abend auf eine Party. Wirklich? Wo? Jamal hat uns eingeladen. Irgendwo hier im Schloss. Cool, ich bin dabei. Wir müssen nur Herrn Kunze irgendwie ablenken. Findet ihr diesen Jamal auch komisch? Was meinst du? Er denkt, er wäre krass. Ist er aber nicht. Er hat Lisa vor einem Hai gerettet. Na und? Das hätte ich auch geschafft. Leon, Marie und ich gehen ins Bett. Brauchst du noch etwas? Nein, danke. Ich hab alles. Okay, bis morgen, Bro. Gute Nacht, Bro. Hier, damit ist die Sonnenbrand bald weg. Danke, das ist echt nett. Wie kann ich mich dafür bedanken? Das ist nicht nötig. Doch, ich bestehe darauf. Sie können mir später etwas ausgeben. Ist das ein Date? Okay, wir sehen uns heute Abend. Jamal hat mir geschrieben, die Party ist heute 22 Uhr. Okay, perfekt. Er fragt, ob wir schon einen Plan haben, wie wir Herrn Kunze ablenken. Sag ihm, wir arbeiten dran. Diese Lisa ist echt süß. Findest du? Ja, aber ihr Freund Markus ist komisch. Von ihm kommen immer schlechte Vibes. Dann lad ihn nicht zur Party ein. Ja, gute Idee. Johanna hat recht. Mein Sonnenbrand ist fast weg. Ich muss mich für das Treffen vorbereiten. Das ist mein erstes Date seit Jahren. Ich bin so aufgeregt. Kommst du endlich ins Bett, Schatz? Ja, ich bin auch müde. Hoffentlich funktioniert mein Plan. Das ist meine letzte Chance. Es hat funktioniert. Hörst du das? Ja, was ist das? Hört sich an wie der Alarm von meinem Auto. Ich muss nachschauen, was das ist. Bitte bleib hier. Ich bin gleich wieder da, Marie. Sag ihr doch, dass du Jamal nicht magst. Wie meinst du das? Sag ihr, sie darf keinen Kontakt mit ihm haben. Spinnst du? Lisa kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, aber ich bin ihr Freund. Wenn dich dieser Jamal stört, dann bist du einfach unsicher, Markus. Nein, Jonas hat recht. Ich werde ihr den Kontakt mit Jamal verbieten. Ich bin so aufgeregt. Mir ist schon schwindelig. Komm schon, Kunze, reiß dich zusammen. Du bist ein Sechser im Lotto. Komisch, warum ist der Alarm einfach angegangen? Das ist noch nie passiert. War jemand hier? Jetzt ist meine Chance. Ich muss mich beeilen. Martin wird gleich wieder hier sein. Was schreibt er? Er sagt, die Party ist fast voll. Es gibt nur Platz für 4 Leute. Aber wir sind 5. Er sagt, Markus soll nicht kommen. Hey, du bist doch Markus, oder? Ja, genau. Sehen wir uns heute Abend auf der Party? Ja, ich denke schon. Cool, ich freue mich drauf. Weißt du, wo ich Lisas Zimmer finde? Ja, das ist gleich da vorne. Okay, danke. Gerne, Süßer. Martin, bist du das? Ja, ich bin es. Kannst du mir kurz helfen, Marie? Wer ist das? Lisa, ich muss mit dir reden. Was gibt's, Markus? Ich will nicht, dass du mit Jamal redest. Und auf Instagram sollst du ihm auch entfolgen. Warum das denn? Tu einfach, was ich dir sage. Du bist mein Mädchen. Hallo, wir haben 2024. Du kannst so nicht mit mir reden. Was ist los, Martin? Wo bist du? Ich bin gleich hier unten. Beeil dich bitte. Okay, ich komme. Irgendjemand hat den Alarm aktiviert. Und zwar mit Absicht. Aber wer war das? Hier sind doch nur Maria und ich. Und Leon. Doch, kann ich. Ich bin dein Freund. Bald nicht mehr, wenn du dich weiter so verhältst. Soll das eine Drohung sein? Nein, das ist eine Warnung. Jetzt raus aus meinem Zimmer. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich sehe gut aus, denke ich. Jetzt muss ich nur noch etwas an meinem Riss arbeiten. Dann kann Johanna mir nicht widerstehen. Leon, ich dachte, du schläfst. Das Auto wurde abgeschleppt. Wir sollen Martin abholen. Ach so, okay. Fahren wir. Er braucht unsere Hilfe. Was fällt ihm ein, so mit mir zu reden? Vielleicht hat er zu viel Salzwasser in den Ohren. Ja, hoffentlich. Wir müssen uns für die Party fertig machen. Ich brauche ein paar coole Sprüche. Ist die Heizung an, oder bist du das? Nein, ich habe etwas Besseres. Hey, ich bin Ken. Willst du meine Barbie sein? Wo holen wir Martin ab?
Das ist nicht weit von hier. Steig einfach ein. Ich fahre uns dorthin. Okay. Irgendetwas stimmt hier nicht. Leon taucht aus dem Nichts auf. Und Marie verhält sich auch komisch. Ich muss mit dir reden. Du siehst cool aus, Lisa. Danke, Sarah. Du auch. Wir müssen zu Herrn Kunze gehen. Er darf heute Abend nicht aus seinem Zimmer gehen. Hast du gepupst? Oder warum fehlt mir der Atem? Herr Kunze, was machen Sie da? Schon mal etwas von Privatsphäre gehört? Was machen Sie heute Abend? Ich treffe Johanna, die Lehrerin von Jamal. Okay, super, das ist alles. Tschüss, Herr Kunze. Warte mal, warum seid ihr so schick angezogen? Wir haben noch ein Video für unseren TikTok-Kanal gemacht. Okay dann, bis morgen. Warum fahren wir auf die Autobahn? Ich dachte, Martin ist hier in der Nähe. Das ist eine Abkürzung. Mach dir keine Sorgen, Marie. Marie ist nicht da. Wo ist sie? Vielleicht weiß Leon es. Er ist auch nicht da. Oh mein Gott, hat Leon Marie entführt? Seid ihr bereit? Ja, gehen wir auf die Party. Ich werde diesem Jamal eine Lektion erteilen. Es ist schon 22 Uhr. Ich muss sofort los. Ansonsten komme ich zu spät. Hallo, wir sind hier für die Party. Na klar, geht einfach durch. Ist hier die Party? Wer will das wissen? Na, ich, wer sonst? Okay, und du bist? Ich bin Markus. Wir haben uns vorhin am Strand getroffen. Sorry, Mann, nur Gästeliste. Hallo, Herr Kunze. Schön, dass Sie da sind. Sind Ihre Eltern Terroristen? Oder warum sind Sie so eine Bombe? Wow, hast du das alles organisiert? Ja, ist nicht meine erste Party. Wollen wir tanzen? Ja, gerne. Wow, du hast es ja richtig drauf. Danke, du aber auch. Was für eine Gästeliste. Du stehst nicht drauf. Zieh Leine. In dem Schloss hier sind nur 10 Leute. Wie kann ich nicht auf der Gästeliste stehen? Bist halt nicht cool genug. Lass mich sofort rein, oder es knallt. Erzählen Sie mir von sich. Was haben Sie für Hobbys? Naja, ich schreibe gerne Tests und gebe meinen Schülern schlechte Noten. Und Sie? Marie ist ja wirklich nicht hier. Ich muss die Polizei rufen. Wer ruft um die Uhrzeit hier noch an? Hallo, hier ist die Polizei. Hallo, ich brauche Ihre Hilfe. Ich glaube, mein bester Bro hat meine Frau entführt. Wer hat Ihre Frau entführt? Mein ehemaliger bester Bro. Natürlich war das ein Telefonstreich. Ich muss Marie alleine finden. Wo hast du die Dance Moves gelernt, Jamal? Die habe ich von meinem Vater. Okay, okay, geht rein. Ich will keinen Stress. Wo sind eigentlich Ihre Schüler? Die machen gerade eine kleine Party. Sie lassen Ihre Schüler auf Partys? Ja, Ihre Schüler sind auch dort. Meine Schüler sind auf einer Party? Die haben mich angelogen. Das werden Sie bereuen. So ist die Tür verriegelt. Wohin fahren wir wirklich, Leon? Wir fahren weit, weit weg von hier. Es ist fast 22 Uhr. Gleich ist es soweit. Hoffentlich läuft alles nach Plan. Die habe ich von meinem Vater. Hey, du da. Lass sofort die Finger von meinem Babe. Markus, entspann dich mal. Warum tanzt du einfach mit irgendwelchen Kerlen, Lisa? Das ist nicht irgendein Kerl. Das ist Jamal. Wir gehen jetzt. Nein, ich bleibe hier. Ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Wir gehen. Nur noch 2 Minuten, dann geht es los. Ich werde dich finden, Leon, egal wo du bist. Sie kann selber entscheiden, wohin sie geht. Du hältst dich da raus, oder wäre mein Problem. Du kannst gerne Stress haben, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder. Was ist das hier? Ihr solltet alle im Bett sein. Komm schon, lassen Sie die Kinder etwas Spaß haben. Auf keinen Fall. Außerdem ist 22 Uhr Ausgangssperre. Warum darf man nach 22 Uhr nicht mehr raus? Es ist soweit. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Komm mal her, Jamal. Du bekommst gleich ein blaues Auge. Ach ja? Das will ich sehen. Ihr geht jetzt alle in eure Zimmer. Jeder von euch bekommt eine 6. Bitte lass mich gehen, Leon. Ich will zu meiner Familie. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Wo bist du, Leon? Ich werde dich finden, egal wo du steckst. Warum sind Sie so streng zu Ihren Schülern? Lassen Sie uns doch etwas Spaß haben. Meinen Sie das ernst? Ja, warum nicht? Lasst uns alle tanzen. Hey, macht alle mit.
sonst ist das peinlich. Okay, Herr Kunze. Gleich geht es los. Ich habe Angst. Wohin fahren wir, Leon? Das siehst du gleich. Aber ich hoffe, du hast einen Bikini eingepackt. Wie soll ich ihn finden? Leon könnte überall sein. Und Maries Handy hat keinen Akku. Oh nein, da ist er. Ja, Aladdin, du wirst gleich gefüttert. Wir haben alles vorbereitet. Da war dieses Geräusch schon wieder. Was ist das? Du tanzt wie ein Mädchen, Jamal. Ach ja, du tanzt wie ein Affe. Das klären wir später draußen. Ich kann es kaum erwarten. Wo sind wir? Zieh die Sachen auf der Rückbank an. Danach steigst du aus. Aber warum? Tu einfach, was ich dir sage. Warum sind wir am Flughafen? Wir machen einen kleinen Urlaub. Und wohin fliegen wir? Das ist eine Überraschung. Dein Essen ist oben. Ich hoffe, es ist genug für dich. Bitte friss mich nicht. Hey, Sie haben recht. Das macht ja wirklich Spaß. Sag ich doch. Hey, Jamal, ich muss mal kurz aufs Klo. Kommst du mit? Nichts lieber als das, Markus. Ich dachte, nur Mädels gehen zusammen aufs Klo. Okay, gehen wir. Gleich ist es soweit, Marie. Das wird die beste Reise deines Lebens. Das verspreche ich dir. Ich muss davor noch kurz auf Toilette. Warum gehst du nicht einfach im Flieger? Ich finde die Toiletten im Flugzeug eklig. Okay, du kannst gehen, aber ich komme mit. Wow, hier ist es echt schön. Das kannst du laut sagen. Ich habe noch nie so ein schönes Schloss gesehen. Ich auch nicht. Ich frag mich, warum niemand das Schloss kennt. Im Internet habe ich auch nichts darüber gefunden. Ist halt ein Geheimtipp. Schau mal, der ist aber süß. Hallo, mein Kleiner. Hast du Hunger? Ich habe noch etwas Brot dabei. Hey, entspann dich. Ich will nur nett sein. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen, Jamal. Was willst du von mir? Du hältst dich ab sofort von Lisa fern. Ist das klar? Ich habe Lisa zu nichts gezwungen. Sie wollte mit mir tanzen. Was soll das heißen? Lisa steht nicht auf dich, sondern auf mich. Nimm das sofort zurück, oder wir haben ein Problem. Was hast du jetzt vor? Ich komm mit, was sonst? Du willst mit auf die Frauentoilette? Ich lass dich mit Sicherheit nicht alleine. Ich lass dich mit Sicherheit nicht in die Frauentoilette. Okay, wir machen es anders. Du hast genau 2 Minuten. Wenn du bis dahin nicht wieder da bist, komm ich rein. Okay, ich beeile mich. Was soll ich jetzt tun? Gib ihm ein Stück Brot. Vielleicht belügt er sich dann. Hilfe, Herbert, er greift mich an. Ich muss sofort weg von hier. Das ist die Wahrheit, Markus. Lisa steht halt auf mich. Na, warte, dir werde ich's zeigen. Komm doch her, Loser. Halt! Bitte hört auf, euch zu streiten. Gott sei Dank sind Sie hier. Ich muss unbedingt Ihr Handy benutzen. Warum wollen Sie mein Handy? Der Kerl da draußen bedroht mich. Ich muss nur kurz meinen Mann anrufen. Okay, 5 Euro bitte. Ich habe kein Geld dabei. Dann gibt es auch kein Handy. Okay, ich mache eine Ausnahme. Aber nur 1 Minute. Danke, Sie sind ein Engel. Wer ist das? Ja, hallo, Martin Peters hier? Martin, ich bin es. Oh mein Gott, wo bist du, Marie? Ich bin am Flughafen. Warum seid ihr am Flughafen? Keine Ahnung. Leon will irgendwo hin. Die Minute ist schon vorbei. Halte durch, Marie. Ich komme sofort. Was dauert das so lange? Sie plant irgendetwas. Ich werde reingehen. Geh mir aus dem Weg, Lisa. Jamal hat das fast kaum verdient. Bitte tu ihm nicht weh, Markus. Er wollte mir nur helfen. Mir wehtun? Der Typ ist voll der Lauch. Der kann mir gar nicht wehtun. Hast du mich gerade Lauch genannt? Ja, richtig. Oder ist dir Lappen lieber? Lisa, geh mir aus dem Weg. Das ist eine Sache zwischen Männern. Nein, auf keinen Fall. Ich werde das nicht zulassen. Oh mein Gott. Du hast Linda gefressen. Was zum Teufel bist du? Nein, bitte nicht. Entschuldigung, haben Sie eine Frau gesehen? Etwa so groß wie Sie mit lila Hemd. Warum sind Sie auf der Freundtoilette? Ich suche meine Freundin. Was fällt Ihnen ein? Komm her, du Lachs. Weg da, Lisa. Bitte nicht, Markus. Ich sag es nicht noch einmal. Worauf wartest du?
Bist du bekloppt? Du hast Lisa gehauen. Das war aus Versehen. Verschwinde, Markus. Keiner will dich hier haben. Stimmt das, Lisa? Geh einfach. Hier muss sie sein. Halte durch, Marie. Ich komme. Warum haben sie mich gehauen? Weil sie einfach in die Frauentoilette gehen. So etwas macht man nicht. Da bist du ja, Marie. Los jetzt, gehen wir. Unser Flieger startet gleich. Bitte, tu das nicht. Lass mich am Leben. Ich flehe dich an. Ist alles okay, Lisa? Hast du dich verletzt? Nein, mir geht es gut. Ich weiß nicht, was mit Markus los ist. Manchmal verändern sich Leute einfach. So ist das Leben. Ja, vielleicht hast du recht. Ich wollte Lisa nicht wehtun. Das war aus Versehen. Warum ist sie nie auf meiner Seite? Das ist alles Jamals Schuld. Das wird er noch bereuen. Wo sind eigentlich Lisa und Markus? Gute Frage. Jamal ist auch weg. Sollen wir sie suchen? Vielleicht ist etwas passiert. Ja, gute Idee. Der Nächste, bitte. Endlich geht es los. Freust du dich genauso wie ich? Nein. Na gut, dann freue ich mich halt für uns beide. Sie haben den Privatjet nach Italien, oder? Ja, genau. Wir fliegen nach Italien? Ich muss zu Markus gehen und mit ihm sprechen. Er ist nicht mehr so wie früher. Okay, ich begleite dich. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Ich sollte alleine gehen. Auf keinen Fall. Wir sind in einem Schloss. Ich lasse dich nicht alleine. Okay, dann gehen wir zusammen. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche einen Mann. Er ist ca. 1,80 Meter groß und hat braune Haare. Wir sind am Flughafen in München. Davon gibt es hier viele. Er ist mit einer Frau unterwegs. Ca. 1,70 groß und blonde Haare. Davon gibt es hier auch viele. Ach, vergessen Sie es. Lassen Sie mich einfach durch. Sie können nur durch mit einem Ticket. Okay, dann nehme ich das günstigste Ticket, bitte. Das macht 500 Euro, bitte. Was? 500 Euro? Möchten Sie das Ticket jetzt oder nicht? Okay, ich nehme es. Wo sind die anderen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich will mich nur bei Lisa entschuldigen. Wer bist du denn? Warum dauert das so lange? Ich habe keine Zeit für so etwas. Hallo, kannst du mal schneller machen? Ich mache ja so schnell ich kann. Nerv nicht. Du siehst aber nicht nett aus. Bitte tu mir nichts. Ich muss los. Ich kann nicht mehr hier warten. Haltet ihn auf. Markus, wer ist das? Seit wann ist hier ein Hund? Ich weiß es nicht, aber der sieht nicht so wie ein normaler Hund aus. Hey Leute, da seid ihr ja. Wo wart ihr die ganze Zeit? Und seit wann ist ein Hund hier? Geht in Deckung, Leute. Achtung, Markus. Lauft alle weg. Warum rennen die alle weg? Das ist doch nur ein Hund. Irgendwo hier muss Marie sein. Ich werde dich finden, Marie. Hörst du mich? Halte durch. Hast du das gesehen? Ja, das war er auf jeden Fall. Schnappen wir uns den Mistkerl. Du sagst es. Der Privatjet steht schon bereit. Ihr Pilot ist Herr Luftmeier. Vielen Dank. Ihr Gepäck können Sie hier lassen. Wir bringen es gleich ins Flugzeug. Bitte gehen Sie da lang. Oh mein Gott! Das war Marie. Ich muss Leon aufhalten. Halt, stopp. Wo wollen Sie hin? Hallo, Sie müssen uns unbedingt helfen. Hier ist ein Monster im Schloss. Ein Monster? Ich glaube, ihr habt zu viele Horrorfilme geschaut. Ich meine es ernst. Wir müssen alle hier raus. Oh nein, da ist das Monster. Wo sind alle hin? Wir sind nur noch zu zweit hier. Das ist doch perfekt. Warum ist das perfekt? Die Kinder haben Spaß und wir auch. Wahrscheinlich haben sie recht. Die Kinder haben gerade bestimmt viel Spaß. Das ist doch kein Monster. Das ist einfach nur ein Hund. Nein, er hat jemanden gefressen. Ich habe es gesehen. Das ist doch Blödsinn. Was machen Sie da? Der ist total ungefährlich. Ich finde ihn echt süß. Schaut, man kann ihn sogar streicheln. Bitte passen Sie auf. Aua, er frisst meinen Arm. Sie verstehen das nicht. Das da vorne ist meine Frau. Sie wird gerade entführt. Das sieht aus wie ein ganz normales Paar. Ich glaube Ihnen kein Wort. Aber das ist die Wahrheit. Sie kommen jetzt mit. Was soll das? Sie haben das Recht zu schweigen. Und Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ihr
Johanna, ich mache mir Sorgen um die Kinder. Ich mag es nicht, wenn sie alleine rumlaufen. Wirklich? Ja, vor allem wegen Lisa. Sie hat nur Blödsinn im Kopf. Okay, dann gehen wir zu ihr. Wahrscheinlich ist alles halb so wild. Er hat ihn komplett aufgefressen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich auch nicht. Er hat immer noch Hunger. Wir müssen sofort weg von hier. Wir bleiben jetzt hier, bis wir wissen, was wirklich passiert ist. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Die Märchen können Sie Ihrer Großmutter erzählen, aber nicht mir. Lassen Sie mich sofort gehen. Ich muss Marie retten. Sarah, Samuel, ihr seid ja immer noch hier. Na klar, wir gehen gleich wieder auf die Party. Wo wart ihr so lange? Wir müssen hier raus. Ein Monster verfolgt uns. Wie läuft es? Es läuft gut. Aladdin ist frei. In 2 Stunden ist er fertig. Dann gehen wir hoch. Was ist mit den Kindern? Sie sind auch noch im Schloss. Die werden Aladdins Nachtisch. Da seid ihr ja. Wieso seid ihr nicht mehr auf der Party? Weil sie wollen peinlich tanzen. Servus und willkommen an Bord. Ich bin Herr Luftmeier, Ihr Pilot für heute. Wann fliegen wir los? In ein paar Minuten. Am Anfang erzähle ich immer einen Witz. Sie wissen schon, um die Stimmung aufzulockern. Können wir das nicht überspringen? Was ist der Unterschied zwischen einem Piloten und einer Taube? Keine Ahnung. Der Pilot fliegt auch im Winter nach Süden. Hilfe, lasst mich hier raus. Irgendjemand muss mir helfen, bitte. Peters, ich glaube Ihnen. Dann helfen Sie mir. Machen Sie mich frei, bitte. Warum leben Piloten ewig? Weiß ich nicht. Wegen der Zeitverschiebung. Ich kann viel besser tanzen als du, Samuel. Niemals. Meine Dance-Moves sind viel zu krass für Sie. Ach ja? Dann zeig mal her. Was sagen Sie jetzt? Das soll krass sein. Schau dir mal das hier an. Hört auf damit! Wir haben ein ernstes Problem. Was für ein Problem denn? Bester, lauft so schnell ihr könnt! Bitte beeilen Sie sich. Das Flugzeug könnte jede Sekunde abheben. Ich bin gleich fertig. Ich hab's. Danke, Sie sind wirklich ein Ehrenmann. Ich muss jetzt los. Warten Sie, die Polizei wird mich verhaften. Sie müssen mir ein blaues Auge verpassen. Sind Sie sich sicher? Ja, tun Sie es. Okay, wie Sie wollen. Gehen Sie, das Flugzeug ist auf Landebahn 3. Können wir jetzt endlich los? Wir haben es eilig. Warten Sie, einen habe ich noch. Nein, bitte nicht. Warum macht man Piloten keine Komplimente? Warum nicht? Damit sie auf dem Boden bleiben. Los jetzt, ran ans Steuer, oder sie sind gefeuert. Was machen wir jetzt? Wir können uns nicht ewig hier drin verstecken. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Das ist unsere einzige Chance. Was machen wir jetzt? Wir sind im Schloss eingesperrt. Wir müssen gegen das Ding kämpfen. Das ist der einzige Weg. Spinnst du? Das ist viel zu gefährlich. Du hast das Ding doch gesehen. War klar, dass du dir wieder in die Hose machst. Was soll das denn heißen? Dass du ein Angsthase bist. Nimm das zurück. Das kannst du vergessen. Das muss mal dieses Flugzeug sein. Wie komme ich jetzt da rein? Oh nein, das Flugzeug hebt ab. Ich muss mich beeilen. Liebe Passagiere, bitte schnallen Sie sich an. Wir starten jetzt unseren Flug nach Italien. In 2,5 Stunden landen wir in Rom. Endlich starten wir. Freust du dich auf unseren Urlaub, Liebling? Rom ist sehr romantisch. Nein, ich will einfach nur nach Hause. Das wird dein neues Zuhause. Ab jetzt bin ich Luigi und du bist Giulia. Habt ihr das gehört? Er ist ganz in der Nähe. Wir müssen weiter. Los, Tina, steh auf. Ich kann nicht. Ich habe zu viel Angst. Reiß dich zusammen. Wir müssen uns beeilen. Das kannst du vergessen. Hört sofort auf, euch zu streiten. Wir haben einen gemeinsamen Gegner. Dieses Ding da draußen. Der Lockenkopf hat recht. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Der Schulbus steht draußen. Damit können wir von hier weg. Okay, dann gehen wir dorthin. Wir müssen zu Herrn Kunze. Er hat die Schlüssel. Was war das da draußen? So etwas habe ich noch nie gesehen. Hoffentlich geht es den Schülern gut. Gott sei Dank. Ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Marie muss irgendwo da vorne sein. Jetzt wirst du bezahlen, Leon. Macht euch bereit zum Abheben. Ah,
Aladin ist jetzt seit 2 Stunden draußen. Ich glaube, er hat genug gegessen. Leben die Kinder noch? Ja, ich denke schon. Dann hat er noch nicht genug gegessen. Was macht ihr noch hier? Wir wollen zu Herrn Kunze. Dann können wir mit dem Bus von hier verschwinden. Der Plan ist gut. Beeilen wir uns. Das Ding ist hier ganz in der Nähe. Kunze, wir leben vielleicht nicht mehr lang. Was wollen Sie mir damit sagen? Naja, wir sind hier alleine. Wenn Sie nur noch eine Sache tun könnten, was wäre das? Ich würde einen Test schreiben und meine Schülern eine 6 geben. Oh Mann, warum ist der Jet so groß? Reiß dich zusammen, Martin. Du musst Marie so schnell wie möglich finden. Da liegt jemand. Geht es Ihnen gut? Hallo, hören Sie mich? Hey Mann, was willst du von mir? Hat Leon dich auch entführt? Nein, Mann, ich schlafe hier. Geht es euch allen gut? Wir müssen zum Bus, Herr Kunze. Nur so können wir von hier verschwinden. Oh nein, das Ding ist vor der Tür. Die Zeit wird nicht reichen. Lisa, sag meiner Mama, dass ich sie liebe. Was haben Sie vor? Ich werde gegen das Ding kämpfen. Was sonst? Sie sind ein Held, Herr Kunze. Geht jetzt. Wir haben keine Zeit. Das Ding ist schon ewig nicht abgehoben. Wohin fliegen wir? Nach Italien, denke ich. Cool, endlich Urlaub. Wo finde ich die anderen? Die müssen gleich da vorne sein. Okay, danke. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Niemand ruiniert die Klassenfahrt von Herrn Kunze. Hast du das verstanden? Na los, steigt ein. Worauf wartet ihr noch? Was ist mit Herrn Kunze? Wollen wir ihn einfach zurücklassen? Wir müssen los. Ansonsten war alles umsonst. Wer sind Sie? Und was machen Sie in meinem Flugzeug? Hören Sie mir genau zu. Wir müssen umdrehen. Meine Frau wird gerade entführt. Komm doch her, du Stinktier. Dich erledige ich mit links. Worauf wartest du? Hast du Angst oder was? Oh oh. Ich kann nicht einfach so umdrehen. Doch, Sie müssen es tun. Bitte, es geht um das Leben meiner Frau. Sie haben recht. Der Typ hat nicht über meine Witze gelacht. Er muss ein Verrückter sein. Also drehen wir um? Ja, wir drehen um. Ich werde nicht einfach so gehen. Okay, wir fahren mit dem Bus zurück. Vielleicht schaffen wir es rechtzeitig. Bitte friss mich nicht auf. Das war alles nicht so gemeint. Warum hast du überhaupt so viel Hunger? Aladin, hör sofort damit auf. Du kommst jetzt her. Das reicht für heute. Gut gemacht. Wie haben Sie das geschafft? Verschwinden Sie von hier, solange Sie können. Liebe Passagiere, bitte schneiden Sie sich an. Wir landen gleich. Wow, die Zeit verging wirklich schnell. Hast du das gehört, Marie? Wir sind gleich da. Ich will einfach nur nach Hause. Halt, wartet auf mich. Ich bin gleich da. Warum weinst du, Marie? Du solltest dich freuen. Endlich können wir unser neues Leben anfangen. Ich will kein neues Leben. Ich will mein altes zurück. Das kommt nicht in Frage. Los jetzt, gehen wir. Hier sieht es ja genauso aus wie in München. Sogar die Schilder sind auf Deutsch. Da ist er. Nehmen Sie ihn fest. Warten Sie, da ist eine Fliege in seinem Gesicht. Warte, Marie, du hast sie nicht erwischt. Oh ja, ich sehe die Fliege auch. Zum Glück haben Sie es geschafft, Herr Kunze. Ich hatte Sie wirklich vermisst. Naja, was soll ich sagen? Ich hatte die richtige Motivation. Eigentlich war die Klassenfahrt cool. Das kannst du laut sagen. Aber ich freue mich, bald wieder zu Hause zu sein. Ja, ich auch. Warte mal, was ist das da im Rückspiegel? Das Ding ist ja immer noch hinter uns. Jetzt reicht es. Okay, nimm mich. Aber lass meine Schüler und Johanna in Ruhe. Wer ist das? Sie sieht so aus, als würden die sich kennen. Er war gar nicht hungrig. Er hat nur seine Freundin vermisst. Das ist irgendwie schon süß. Frage an euch. Wo landet das Flugzeug? A. In Deutschland, B. in Italien oder C. in Spanien? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.